Einen wunderschönen guten Tag und frohe Ostern natürlich. Willkommen hier zurück zu unserem römischen Reich. Damit machen wir heute weiter. Eine kleine Sache noch. Ihr könnt mich jetzt auch in YouTube unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft, wer das möchte, für 1,99. Ist natürlich kein Muss, ne? Letztes kleines Dankeschön. Wird dann euer Name hier entsprechend im Video verewigt, irgendwie als General oder so. Und wird natürlich erwähnt. Wie das halt so üblich ist, die üblichen Sachen. So als kleines Dankeschön. Ansonsten war es das schon dazu. Machen wir hier weiter. Müssen wir mal gucken, wo wir stehen geblieben waren. Hier oben in Deutschland waren wir ja soweit schon durch, ne? Geht nur noch hier so Österreich, aber da haben wir noch ein bisschen Waffenstillstand. 98, 97. 94, noch 2 Jahre, okay, hier oben, die haben wir auch noch. Ja, ich glaube, ich wollte eh, ach ja, eine Sache noch, die hatten wir ja das letzte Mal Pilzen. Die habe ich offline zum Point 9 gemacht, da habe ich es direkt geerbt, interessanterweise, mal wieder, zur Abwechslung. Da habe ich jetzt halt entsprechend hier Prag rausgelassen und denen das hier umgegeben. Passt soweit. Wie viele Bonan haben wir da jetzt? Einflussnahmen. 21. Ah, wir können da einmal zuweisen. Ein Vogtland. Ah. Das könnten wir eigentlich machen, ne? Er hat auch schon alles gekort. Musste ich sonst irgendwo anders? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das hier unten wollte ich selber bohren, ne? Ja. Hätte ich sonst einen rauslassen müssen. Aber das lassen wir so durchlaufen, dann passt das. Okay. Müssen wir mal die ganzen Truppen zurückholen. Die habe ich hier verteilt. Und dann später hier angreifen. Persien wollte ich mal als nächstes. Könnten wir eigentlich mal angreifen. Auch eigentlich nicht darauf glauben, dass dann die anderen machen. Das ist Blödsinn. Ach, den hier wollte ich noch annektieren. Genau, da sind wir dabei. Ist dann gleich durch. Da haben wir dann wieder einen frei. Der ist 61. Wer bist du? Auch 61. Ja gut, aber das ist so klein. Den kann man so schnell annektieren. Dann ist es erledigt. Ist jetzt auch wurscht. An sich. 113. Wir könnten hier... das hier reinmachen. Aber nicht den Mali, aber ich glaube, ich habe den eh, oder? Ich sehe es nicht. Warte mal. Können wir doch hier sehen, oder? Bedienung, Dummschwätze? Nee, haben wir nicht. Okay. Okay. Aber ich glaube, ich krieg gar keinen Mali mehr. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Bonus, dass ich keine kriege. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Kann ich nicht sagen. So, werden Kong besetzt? Ach, wir. Ist klar. So, Persien würde ich angreifen, dass wir dann hier uns rüber sneaken können irgendwie. Damit wir uns dann Indien mal so als nächstes vornehmen können. Hier unten wollte ich eigentlich auch mal angreifen. Da müssen wir mal gucken, wen mal angreifen. Über Taya wäre was. Den Kleinkram hier unten, das wäre was. Die Flotte habe ich schon rübergeschickt. Okay. Ja, da greifen wir erstmal Persien an und dann gucken wir mal. Afghanistan, Jemen, Gurayat. Afghanistan wieder, okay. Dann müssten wir ja fast mal darüber laufen irgendwie. Wie viele Truppen haben die? 164.000, was habe ich hier? 100.000, 150, okay. Die darf ich nicht auseinanderziehen. Hier oben mal auch so ein paar Truppen.
bräuchte man hier eigentlich fast noch welche, ha? Hat kein Geld. Ja, super. Oh, Ratschke, ja. Ratsch war. Ach, geil. Haben wir es geerbt. Gerade wo ich es einiktieren wollte. Ist ja auch geil. Okay. Okay. Machen wir aus den Pointen, ne? Genau, ist das Privileg wieder erledigt. Maravisches Freiheitsbestreben. Da müssen wir dann mal beschwichtigen nachher. Zwar die Mitregion durchsetzen, okay. Okay. Würde ich sagen, greifen wir mal hier an, ne? Realismus. Verbündete haben wir ja keine. Attacke. Problem ist ein bisschen, dass wir jetzt hier unten Jemen haben. Ja, warte mal, dann machen wir das anders. Dann greifen wir von der Seite an. Da hatten wir die ganzen Festungen genommen, da haben wir es dann leichter zur Hauptstadt zu kommen. Lauf mal hier hin zuerst. Er kommt noch von der Seite. Komm mal von der Seite. Okay, ich hoffe, das reicht so. Ah, da kommt noch einer. Das ist gut. Ja, da habe ich schon wieder Geld. Auch kein Problem. Dann hole ich mir nochmal eine Armee. Moment, brauche erstmal 8 Spezialisten. 1, 2, 3. Ach, so. Aber erstmal die. Dann Kanonen. Machen wir da. Machen wir die erstmal. Bist du? Können wir gleich mal mit nutzen, wenn die hier schon rumstehen. Haben wir irgendwo Kulturen geändert gehabt. Ich weiß nicht mehr wo. Keine Ahnung. Wir brauchen hier 22. Einer mehr. Hufteile. Da kann der in der Zeit belagern. Goldminen. Sehr schön. Ja, können wir ja von der Seite kommen. Das passt dann schon. So, das waren die Kavallerie, sehr gut. Ach, guck mal einer an, da ist schon einer. Hallöchen, hallöchen. Weimar geerbt. Hätten das keine, ja, habe ich mir gedacht. Sie wieder keine Kamprovinz, na gut, dann behalten wir es und machen es selber. Nur das Gleiche. Wir sammeln da mal kurz die. Wer bist denn du? Ah. Dann gehen wir alle hier rüber. Ja. Weimar war hier oben, ne? Irgendwo? Glaube ich hier, oder? Jetzt habe ich natürlich gerade keine Punkte-Version, Mist hier. Aber können wir ja so schauen. Ach, hier war das. Hm.
Tschüss. Kann ich das leider nicht abgeben. Das ist jetzt aber doof gelaufen. Ja gut, wir haben ein bisschen Überdehnung, das ist okay. Wie der einfach mit seinen ganzen Truppen steht, ne? Ja, warte mal, ich kann da hier oben auch belagern. Wahrscheinlich auch mal so drei brauchen. Ja. Oh. Neue Regierungsform. Admin-Effizienz wäre nicht schlecht. Kostenlose Richtlinie wäre natürlich auch nicht schlecht. Bei 70. Das könnte man noch weiter steigern, tatsächlich. Könnte man noch mehr Land nehmen. Ja. Kostenlose Richtlinie wäre natürlich auch eine feine Sache, ne? Woanders? Hier. Nee, ja. Hier ist ganz schön full. Wird man weniger Punkte verlieren. Ich denke mal, wir schaffen das auch so. Genau, jetzt haben wir nur noch minus 1, das ist besser. Hast du Verschleiß? Oh. Er hat gar keine Truppen, leider. Aha, dann fangen wir den mal ab. Den schicken wir mal. Warte mal, wir kommen hier rüber. So. Du gehst dahin. So. Wir könnten den auch hier hochschicken, ne? So. Kommen wir von der Seite. So, dann können wir das machen. So, der kommt noch hier runter. Ich glaube, den brauchen wir da unten eher. Der Rest stellt sich hier hin. Und das Berge. Ah, das ist natürlich doof. Ja, ja. Wir jetzt dahin. Also, dass sie alles ein bisschen im Blick behalten. Ganz einfach. Okay. Okay, der ist wieder abgedreht hier. Da hat er keinen Bock drauf. Na, da will ich ungern angreifen, ehrlich gesagt. So, da kommt Verstärkung. Da ist nun wieder Belagerung durch, sehr gut. Da ist auch schon wieder Berge hier alles. Oh, okay. Natürlich ein Umweg. Hallöchen. Es gibt eine fette Schlacht hier wahrscheinlich. Wie, das scheint die Festung blockiert. Hä? Komm ich ja hier nicht rüber. Okay. Ach so, ein Mist. So, hier kommt es gleich zu einer fetten Schlacht. Sind verdammt viele Truppen hier. Das wird sehr interessant.
Okay, ich bin gespannt. Dann kommt es nur an am 24. Er wird am 25. ankommen. Uiuiuiui, okay, wir müssen auf jeden Fall nachrücken. Ich glaube, das schaffen die nicht. Zu viele Truppen. Was ist denn das hier für ein Gespawn hier, hä? Was sind das alles so kleine Einheiten? Will mich verarschen? Bitchingen. Keine Ahnung, wo die hier alle herkommen. Vom Arsch der Welt. Und mit euch. Irgendwelchen kleinen Vasallen, die ich geerbt habe. Gehen hier die blöden Einheiten rum. Okay, das wird schon gekurrt. Passt. Mann. Ist ja nervig. Ah, ich hätte die nicht aufteilen sollen, ne? Das war eher unklug. Pause. Nationalisten. Okay, die haben wir schon erledigt. Sehr gut. Was haben wir hier oben? Ah, da unten sind nochmal Rebellen. Okay. Das ist Berge. Da können wir eigentlich so rein, denke ich. Dann ziehen wir die Armee noch hier rüber. So. Schaut's hier aus. Ah, da kommt nochmal einiges nach. Es könnte schief gehen. Eventuell. Oder? Ja, mehr Moral tatsächlich. Ja. Wow. Na gut. Hast jene geerbt? Oh, sehr schön. Sanaa geerbt. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Aber leider haben wir jetzt auch Überdehnung. Das ist Kacke. Oh, Mist. Diese blöden persischen Einheiten. Was für ein Kack. Sehr unschön. Mal hier rüber. Kümmere dich mal um die Wellen. Wenn wir das schon hier rumstehen haben. Ey. Wer bist du? Wieder so kleine Einheiten. Achso, das sind wieder die anderen. Boah, ist das nervig. Mal alle hier hoch. Dann machen wir da eine neue Armee, dann passt das schon. Oh no. Sind die echt am Verlieren? Aber tun wir noch ein bisschen Schaden zufügen, das ist okay. Wenn es weiß, wir können sie jetzt mal zurückziehen. Rutsch, sage ich dann nur. Aber das ging auch seine Rekrutenreserven, ne? Autsch, sage ich schon nur. Ach komm. Über was Gescheites, danke. Hey, Jiminy. Okay, den haben wir es gezeigt. Was ist mit dir? Solltest du. Achso, ist schon dabei, okay.
Gehst du mal da runter? Ja, das tat dir ein bisschen weh. 72.000 haben wir verloren, aber ist okay, denke ich. Rügische Nationalisten. Was ist denn jetzt nicht gekort gewesen? Wir trüben das. Ah, okay. Kleinkram hier. Kein Ding, kein Ding. Hier Berge, ja. Steuern, danke. Die Überdehnung jetzt. Ein bisschen nervig. Was? Wie billig ist der denn bitte? Wow, so ist der Einser. Nehmen wir mal den hier. Er zahlt mal auch nichts viel. Achso, den kann ich nicht befördern, ne? Das war das Problem. Das ist kein Problem. Feuern wir das nochmal. Oh, es ist nervig hier mit denen. Das protestantische Fanatiker. Sauerei. Wo laufen die denn hin, sag mal? Wir laufen ja ein bisschen nach sonst wo. Aber nicht okay. Ach, wir kriegen nicht so viel nationalistische Einstellung. Mist. Elendiger. Hamburgische Nationalisten, Hallöchen. Wollen wir uns auch gleich noch kümmern. Ziehen wir noch eine Armee hier runter. Da oben brauchen wir nicht mehr so viel. Wir brauchen noch Ewigkeiten, bis er mal da ist. Sansibar, das sind wir auch schon dabei, okay. Gut, gut. Ja, steckt ruhig eure Truppen hier. Kein Problem. Die haben nämlich nichts. Etwas lästig, dass man das auf Fenster offen lässt, aber ist es halt. Irgendeine Seide, sehr gut. Da habe ich es gerade verloren, ich weiß es gerade nicht. So, am Moll haben wir hier oben auch gewonnen. Gucken wir uns mal um die nächste Festung hier oben. Sind dann schon mal alle Festungen belegt gleich. So, die hier sind wieder einigermaßen fit. Dann holen wir die mal wieder rüber. Was? Bin ich beleidigt? Nee, komm, wir machen mal die Beziehung besser. So. Was haben wir denn hier? Moravisches Freiheitsbestreben. Wie schaut es denn so allgemein aus? Ah ja. Können wir dann gleich mal Beziehung verbessern?
Das denkt ja auch mal so ein ganz kleines bisschen das Falls bestreben, dann passt das. Ach, der wird gerade konvertiert, deswegen. Deswegen ging das hier nicht. Ja, ist okay. Ich soll das erstmal fertig konvertieren. Ist mir auch recht. Oh. Auf jeder Kommandante. Noch einen zum Belagern. Nehmen wir doch gleich dich hier. Ja. Wo ist er jetzt mit seinen Truppen hin hier? Weiß es nicht. Hier drüben müssen wir auch mal ein bisschen reduzieren, das Ganze. Und du gehst dahin. So. Und der hier kann eigentlich mal hier rüber. Da können wir uns dann gleich hier drüben um den Kram kümmern. Ach, die habe ich auch vergessen, siehst du? Die muss ich mir auch noch kümmern, da sind nur noch so blöde Rebellen. So. Ich glaube, noch mehr Kosaken hat man, glaube ich, nicht. Nee, kann man nicht mehr so viel machen. Dann lassen wir das, dann passt das hier. Da füllen wir auch noch auf. Der kann weg. Können wir mal zusammenziehen. Soll ich gerade noch den Rest auffüllen da? Da haben wir doch noch eine Armee. Okay, sehr schön. Da können wir ja wieder rüber hier. Versuch Nummer 2. Oh, wir haben Köln Sachen geerbt. Ah, shit. Das ist halt das Problem, wenn man die Brunare direkt erben kann. Dann hat man so ein Problem dann meistens. Es gibt da eine Überdehnung. Sehr ungünstig. Da geht jetzt wieder die ganzen Atmenpunkte drauf. Sehr blöd, muss ich sagen. Weil sie es nicht auf die Reihe kriegen, hier mal die Sachen fertig zu kommen. Das ist sehr nervig. Zum Deal, du läufst runter, ne? Ja. Das sieht soweit gut aus in der Ecke. Du warst verbunden mit Dingens. Da würde ich gerne das Bündnis bedingen bei Gelegenheit. Oh. What's the problem? Zu wenig Leute hier. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Wer erwischt?
kleinere Inseln habe ich mal konvertiert übrigens. Und die Kernprovinz ist fertig, da kann das dann gleich konvertiert werden. Ah ja, Kill war eine Nationalisten. Hallöchen. Ich habe schon gewartet. Aber ganz schön viele, du. Nationalistische Einstellung. Ja, ja. Ah, ist schon ein bisschen weniger geworden. Sehr gut. Ach, hier auch. Ah, ist das doof, ey. Und sogar noch ein bisschen reduzieren. Sehr gut. Hab doch keine Punkte für sowas. Ah, jetzt sterben da die ganzen Brunnen. Das ist ja total bescheiden. Ist das doof? Nö, nö, nö. Ich denke mal, das wird reichen. Ne? Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Schon voll hier unten, du, mittlerweile. Mit den ganzen Persern, die da runterkommen. Wollte ich eigentlich auch noch angreifen, ne? Okay, die Armee ist gleich da, das passt. Die können wir schon mal hier runter schicken. Da greifen wir dann hier, was ist das? Intrapur an mit Sunda. Gesetz von Rebellen. War schon fast eine Armee hier unten. Hm? Doch passen. Jetzt noch an Dingens. Womens. Gedöns. Okay, ich glaube, ich muss doch mal da unten die platt machen. Hä? Kommt mal hier runter. Och. So, Belagerung ist durch. Sehr schön. Können wir die vielleicht schon rausnehmen? Achso, jetzt brauche ich erstmal einen Typen hier. Mal zurück. Ach Gott, sind die Perser lästig, ey. Ich bin froh, wenn die tot sind. Ist ja übelst hier. Ah, ich erwische mich nicht mehr. Ist das richtig? Oh, kriegen wir da schnell genug Truppen ran?
Warte mal lieber, ne? Warte mal lieber. Doch ein bisschen zu gefährlich. Okay, die erwischen wir. Protestan ist durch. Sehr gut. Dahin bis dahin. Der kann hier weiter belagern. So. Hier versuchen wir die mal alle zu erwischen irgendwie. München zu viel. Wie viel hatten die? 4 Perser, hier ein bisschen mehr Moral. Ich habe wesentlich mehr Disziplin. Okay, da gehe ich noch ein bisschen auf die Moral, würde ich sagen. Glaube ich besser so rum. Auch wenn es nicht meine Kultur ist. Was ein bisschen nervig ist. Hallöchen. Irgendwo hinstellen hier? Guck mal dahin. Schön. Dann versuchen wir hier mal so ein paar zu erwischen, würde ich sagen. Das ist ein bisschen wenig, was wir da erwischt haben. Boah, immer noch so Kleinkram hier. Ah, Mist. Da ist die Belagerung durch. Eine Festung gewesen? Nee. Werden das belagert, Jemen, ja. Jemen ist okay. Welche Nationalisten, ja. Ein Ding. So. Jemen, du willst doch bestimmt schon gehen, oder? Ja. Mal deine Bündnisse aufkündigen mit allen. Das hier oben hätte ich noch gern. Wie Geld brauchen wir eher nicht. Du musst wieder Korn, ne? Ein bisschen überdehnt, aber ist okay. Danke. So, okay. Ach, hier oben müssen wir auch noch. Ah. Alles sehr nervig. Okay, da wird gerade gedingst. Bumst. Damit? Was ist denn das? 20. 20. Alles so teuer hier. Da würde ich gerne mal einen Brunnen machen. Hier oben auch eigentlich. Und hier eigentlich auch. Das ist die Überdehnung 141. Okay, mit Chor noch ein bisschen. Schwierig, schwierig. So. Hier sind jetzt die anderen alle weg. Okay. Wo
Irgendwelche Rebellen hier? Da ist keine Armee. Hier auch nicht. Ah, hier unten. Und da drüben. Ui, sind aber ganz schön viele hier. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen helfen. Die, bevor die anderen kommen, ja. Wer ist denn dann noch? Ach, Gurayat ist das noch. Okay. Sindh und Gurayat sind alles hier hinten schon. Da haben die hier hinten gar keine Truppen mehr. Macht die Sache natürlich auch noch interessanter. So, da können wir die Hauptstadt einnehmen. Oh, keine Debatte. Haben wir ein schönes Kostenberater. Kostenberateränderung. Inquisitor wäre nicht schlecht. Verweigerung der Staatsreligion, ja. Korruption ist mir egal. Autonomie können sie auch haben wegen mir. Ein bisschen Admin macht. Ein bisschen Militär so. Sehr schön. Der Inquisitor haben wir eh gerade. Hätten wir nochmal einen Discipliner. Wie, die haben wir weggehauen hier. Oh oh. Das wird eher nichts hier. Wo schlafen wir nicht? Oh oh. Sehr gut. Wo kommen wir da rechtzeitig hin? Ich hoffe mal. Befestigungsanlagen vernachlässigt. Na sowas. Logische Nationalisten. Oh. Das sind aber nicht wenig. Bei kilvanische Truppen hier. Ist ja gar nicht nervig. Ansparen. Panama-Kanal. Nee. Das muss nicht sein. Kurs mal. Guck, wie lange der Krieg dauert. Bäm und weg. Ach, sind wir nicht dabei? Oh. Gurayat war dabei, genau. So war das. Ich dachte, sind wir auch dabei. Habe ich mich so geirrt. Hoppala. Ach, wir können jetzt hier eine Armee abziehen.
Läufst du hin? Da hoch. Okay. Schauen wir, dass wir den hier erwischen, bevor er die Belagerung durchschafft. Der wird schon weiter belagert. Okay. Gut, 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 gut. Wenn wir hier oben mal durch sind, können wir dann noch die anderen Festungen belagern. Zusammenziehen. So, hier drüben war noch was. Genau. Da müssen wir noch einmal kurz rüberfahren. Und die Schützen. Gehen wir in den Ärmelkanal. Ah, jetzt haben wir echt Kairo noch kurz vorher verloren. Darf nicht wahr sein, oder? Nee, nee, nee. 25. Echt schlimm. Ah ja, okay, jetzt kommt die wieder hier von der anderen Seite. Was für ein Katz-und-Maus-Spiel hier. Nee, nee, nee. Böhmische Nationalisten, ja, ja. Gut, dass wir hier Truppen haben. So. Okay, also Persien ist echt so eine Sache. Muss man schon mal sagen. Gar nicht so einfach mit denen. Nur noch 20% zusammen. Oh, ne? Wieder nicht ganz gut. Okay. Ey, ey, ey. Ah, das oben sind wir endlich mal durch. Jetzt mal hier rüber. Wollen wir mal Afghanistan so rausnehmen. Ist gut. Versuchen wir die mal wegzuklopfen, alle. Nach Möglichkeit. Okay. Gehen wir hier einfach mal ein bisschen so die abschneiden, die andere, dann können wir die wegmachen. Ist das hier eine Festung? Nee, schade. Ja, aber bitte. Endlich so. Er ist auch gerettet. Wunderbar. Ah, es hat alles Berge hier, ne? Das ist richtig Mist zum Kämpfen. Ja, ja, ja. Alles sehr ungünstig. Viage Revolte. Ah ja, genau. Einmal da rein, einmal da rein. Was, hier drüben haben wir Rebellen? Ich habe Drohnen geerbt. Jetzt habe ich nicht gesehen, welchen.
Hat hier drüben noch irgendeinen? Nee, ne? Ist. Hammer. Die haben wir auch noch. Hier hat man keinen mehr. Hier auch nicht. Hä? Ach, hier. Den hier oben haben wir geerbt. Sehr schön. Cool, cool. Manchmal ist es schwierig, durchzublicken. Hauptstadt ist gleich weg. Sehr geil. In der Zeit belagern wir ihn hier hinten und wir machen seine ganze Armee weg, würde ich sagen. Und passt das? Ah, jetzt steht er hier aus den Bergen, ne? Wir haben ihn mal hier abschneiden. Ach, hallo. Ist ja super. Ah, okay, er hat den Braten gerochen. 20. Der ist am 30. Okay, bleib mal hier. Habe ich vorhin an? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Bleib hier. Ist halt auch noch Trockenland, das bringt mir dann so nix. Gar nicht mal so doof. Okay, ich würde sagen, das machen wir dann mal die nächste Folge. Wir kümmern uns mal um den Perser noch, um die Reste. Bis dahin machen wir Schluss. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao, ciao.